Die digitale Transformation der Heidelberger Druckmaschinen AG verläuft planmäßig. Die Nutzung von Daten für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ist dabei ebenso ein Thema wie der Ausbau des industriellen Digitaldruckportfolios. Ein solcher Wandel benötigt aber auch entsprechend geschulte Mitarbeiter. Die digitale Transformation vollzieht sich somit auch im Bereich der beruflichen Bildung des Unternehmens. Mit Einzug der Digitalisierung haben zahlreiche Methoden und Tools Einzug gehalten. Als Beispiele sind zu nennen Social Virtual Learning, Social Augmented Learning, View to Connect, eine Software, die die Entwicklung mit Produktionsbereichen, mit Planungen vernetzt, und wir schließen auch Kooperationen. Eine spezielle Software beispielsweise, die mit verschiedenen Partnern entwickelt wurde, ermöglicht es den angehenden Medientechnologen, virtuell in die Druckmaschine hineinzuschauen. Reparaturen und Wartungsarbeiten können somit Virtual Reality Technologie trainiert werden. Das eröffnet neue Möglichkeiten und Wege der Lernstoffvermittlung. Doch es ist mehr als das. Für das Unternehmen ist es wichtig, dass die künftigen Mitarbeiter mit den digitalen Anforderungen, die ihr Berufsbild erfordert, vertraut sind und das in der Theorie Erlernte auch gleich in der Praxis einsetzen können. Unsere Maschinen senden ganz viele Daten, und diese Daten wollen wir nicht nur für Service nutzen, sondern auch für die Weiterentwicklung unserer Geschäftsmodelle. Ein ganz großes Feld, was Heidelberg sich vorgenommen hat: Geschäftsmodellinnovation. Heißt, wir müssen Daten lesen lernen, wir müssen Vorteile für den Kunden daraus generieren können. Also Big Data auf der einen Seite, analysieren auf der anderen Seite und aus diesen Daten Schlüsse ziehen. Der Fehlersimulator zeigt virtuell einen Druckbogen, der nicht in Ordnung ist. Jetzt muss der Bediener die Druckmaschine, ebenfalls simuliert, korrekt einstellen. Berufliche Bildung, die ankommt. Ich finde digitale Medien sehr wichtig, weil wir heutzutage auch in einer digitalen Welt leben. Und ich finde es praktisch, wenn man halt in eine Maschine auch mal reingucken kann. Stefanie Krieger geht noch einen Schritt weiter. Sie wird ihre Ausbildung zur Medientechnologin Druck um 6 Monate verkürzen. Die so gewonnene Zeit will sie nutzen, um die Zusatzqualifizierung digitales Drucken zu erwerben. Sicher nicht der einzige Faktor, aber doch ein Angebot, das die Berufswahl beeinflusst hat. Es ist nicht nur der Kundenkontakt, sondern man kann ja auch die Digitaldruckausbildung zusätzlich machen als Zusatzqualifikation. Und ich muss auch nicht mein Leben lang als Druckerin arbeiten. Ich kann tatsächlich auch mein Themengebiet erweitern, wenn ich das gerne möchte. Lara Kühn studiert im 2. Semester Digitale Medien, Medienmanagement und Kommunikation an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Aktuelles Thema: die Grundlagen des Web-Publishings. Digitale Medien, für Sie das passende Berufsfeld. Der Studiengang Digitale Medien deshalb, weil ich schon früher Praktika in dem Bereich gemacht habe. Ich war bei 2 Werbeagenturen und war bei der Zeitung. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe Spaß in dem Bereich. Und es ist ein Beruf, der auf jeden Fall Zukunftsfokus hat. Für Mitarbeiter der neuen Heidelberg Digital Unit sind die Grundlagen des Web-Publishings unabdingbar. Der E-Shop von Heidelberg muss konfiguriert und aktualisiert werden. Das an der Hochschule vermittelte Basiswissen wird also in der nachfolgenden Praxisphase unternehmensspezifisch umgesetzt. Das Gute am dualen Studium ist eben, dass man einmal den Theorieteil hat und auf der anderen Seite den praktischen im Unternehmen, und man dann einfach das Gelernte viel besser vertiefen kann und sich besser merken kann. Und hinterher, am Ende nach den 3 Jahren, wenn man dann seinen Bachelorabschluss hat, hat man eben halt auch schon praktische Erfahrungen im Gegensatz zu einer Uni. Die Digitalisierung hat längst alle Bereiche der Drucktechnik erfasst. Auch Faltschachteln werden am Computer entworfen und erfordern spezifisches digitales Know-how. Wir wollen Mitarbeiter mit digitalen Kompetenzen gewinnen, vor allem aus den Bereichen digitales Marketing, E-Commerce und IT-Programmierer. Die Heidelberg Digital Unit ist hier am Standort Wiesloch bei der Muttergesellschaft Heidelberg. Das ist ganz besonders, weil normalerweise gehen die Startups von anderen Unternehmen, ziehen sie nach Berlin oder in andere Großstädte. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind hier verbunden mit der Muttergesellschaft. Das schafft besondere Nähe zum Unternehmen und auch zum Kerngeschäft. Und unser Ziel ist es, die besten Mitarbeiter der Region zu gewinnen und hier ihnen attraktive Möglichkeiten zu bieten. Der technologische Wandel verläuft so rasant, dass es ohne digitale Kompetenzen nicht möglich ist, Schritt zu halten. Eine Berufsausbildung ohne digitale Inhalte wird also in Zukunft kaum noch möglich sein. Heidelberg hat das erkannt und transformiert die berufliche Bildung entsprechend. Das Unternehmen will das digitale Ökosystem der Printmedienindustrie bauen. Das ist der Anspruch. Entsprechend ausgebildete Mitarbeiter sind der Schlüssel dazu.